Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kixer spielt Minecraft, dem Let's Play, in dem die Sonne scheint. Super. Das Problem ist nur, dass die Sonne untergeht. Warte. Jetzt, Jungs, sagt mir nicht, ich habe gerade eine dritte Stimme gehört und ich war nicht dabei. Bitte. Das kann nicht wahr sein, oder? Doch, ich höre eine kleine Stimme. Das ist nicht euer Ernst, oder? Doch, da, guck mal! In der Zeit, wo ich jetzt die Anmoderation gemacht habe, oder was? Oder? Das ist euch nicht euer Ernst. Ich warte seit Folgen darauf, dass ich, naja, okay. Ich wusste, ich habe gestört. Ich war einfach, Mau. Was, ich lege mich auch hin. Wenn die sich alle hinlegen, lege ich mich auch hin. Was soll der Geiz? Ne? Ich kann ja nicht als Einziger hier wach bleiben. Oh, Samira ist auch noch wach. Miau. Ja. Ich habe also gestört, ja? Ihr wolltet also unter euch sein. So. Jetzt, der Kleine muss also noch ein bisschen wachsen und dann kann er einen Beruf auswählen. Warte mal, was habe ich denn noch? Ja, oh, warte mal. Das Pult für den Bibliothekar, das wäre nicht schlecht, wenn ich das noch hier hätte. Wie baue ich das denn? Warte, wir haben so viel Gerumpsel dabei. Wo ist Samira? Habe ich Samira oben lassen? Warte, ich nehme Samira mit. Okay, kommst du mit? Ja, du kommst mit. Oh, er tanzt vor Freude. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ne? Gratulation zum Nachwuchs. Ich wäre ja live gerne dabei gewesen, aber nein, ich durfte. Oh, der Nachwuchs darf sogar auf dem Betten springen. Ne? Ja, okay. Jetzt springt er nicht mehr. Jetzt, weil ich wieder zugucke, springt er nicht mehr, ne? Oh, was denn? Ja, ist ja gut. Ich tue dem Kind ja gar nichts. Mein Gott. Hat man sich das Kind mal angeguckt, wird man direkt so komisch angeschaut. Ich habe selber Kinder. 3 Stück davon. Mensch. So, wir gehen jetzt mal eben kurz ins Lagerhaus. Ja, Mau. Ich hatte Samira doch geschafft, dass sie dann mitkommen, ne? Ja, die ist groß genug, die weiß, die kennt den Weg. Die beamt sich gleich hier hin. So, abmarsch. Da rein. Die Sonnenblumen, die wir aus dem Wüstendorf mitgebracht haben. Siehst du, ich wusste, Sonnenblumen haben wir noch keine. So, passen da oben rein. Wir haben noch ganz viel Gerumsel. Das Gerumsel bringen wir mal eben weg. Und dann würde ich mal... Nee, da müssen wir nicht. Da müssen wir hin. Oh, das passt schon alles gar nicht mehr rein hier, glaube ich. So viele Monsterquarm, wie wir hier haben. Oh ja, ja. Da haben wir auch einiges von. Die Karte. Was ist die hier? Was ist die dort? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich meine, die müssen wir ja nochmal benutzen. Schatzkarte. Pass auf, ich packe sie hierbei. Das Gold passt jetzt auch nicht mehr ganz dahin. Das müsste eigentlich dorthin. Die Kiste können wir jetzt da lassen. Das Boot ist auch. Oh. Die können wir nicht stapeln, die Boote. Nee, das ist ja Eiche und das ist auch Eiche. Das ist aber blöd, dass man Boote nicht stapeln kann. So, das dahin. Ein bisschen noch von dem. Habe ich noch Kies hier? Nee, Kies habe ich nicht. So, aber Sand habe ich noch. Sand kann ich noch dahin tun. Und den Stein auch. Oder also, Blatter Sandstein. Und er da unten. Ich Samira schon wieder im Bett. Es hört sich danach an. Okay, das ist nicht unser Problem. Bisschen Holz, bisschen Stein, das ist alles. Oh, brauche ich die Keramik? Eine Platte. Die gehört zum Baumaterial, die geht da rein. Wobei die Kiste auch schon voll. Ey, da ist das Lesepult. Das sucht dich. Genau. Warte mal eben. Die Steine da rein. Die gebratenen Steine dort. Die Keramik habe ich da hinten. So, und dann laufen wir auf jeden Fall noch mal eben zum Gewächshaus. Was haltet ihr davon? Samira kann so lange hier bleiben, oder? So. Das nennt zu laufen. Kekse, das ist Schleichen. Beweg deinen Hintern. Hau rein, Hein. Wir haben noch keine Zeit. So, Ding Dong. Okay, keiner da. Kein Thema. Ich habe einen Schlüssel, ich komme rein. So, Jungs, ich habe euch da was mitgebracht. Das ist die Frage aller Fragen. Das jetzt nicht ein. Ja, das ist noch nicht schön hier. Ich weiß, inneneinrichtungsmäßig habe ich in der letzten Zeit echt ein bisschen nachgelassen. Da muss noch was kommen. Auch das Dach hier oben. Hier muss noch was hin. Da muss noch was drunter. Da ein bisschen Beleuchtung fehlt hier auch. Die Glocke ist ja auch noch nicht schön. Und die Sitzgruppe. Und der Grill. Der Grill fehlt ja noch. Keks, da kannst du doch nicht so einfach alles hier lassen. Aber wir brauchen noch mehr Brote. Ich habe alle Brote ausgegeben, ne? Ich handeln tun wir später. Ich hole mehr Brote. Ich weiß, wo es noch mehr gibt. Mhm. Ja, ihr nicht, ne? Nee, kein Thema. So,
Vielleicht sollten wir hier durch den Wald auch nochmal einen vernünftigen Weg bauen. Ich komme hier ja gar nicht durch. Ich muss mir ja den Kopf einziehen hier. Okay. Du kennst den Wegskeks, oder? Ja, natürlich. Da hinten ist das Gewächshaus. Da ist das Gewächshaus. Ja. Bitte? Habe ich direkt auf Anhieb gefunden. Oh. Da war was. Wobei, wir sind in der letzten Folge im Neta gewesen. Also, da war kein Trader mehr, ne? Also, der Händler, keine Ahnung, wo der hingegangen ist. Oh, pass auf. Hier sind wir auch schon lange nicht mehr lang gekommen. Lass uns die mal eben hier, falls wir mal wieder braunen Farbstoff brauchen. So. Direkt wieder anpflanzen. So. Oh, hallo Samira. Ja, hier geschehen merkwürdige Dinge, man weiß es, ne? So, bleibst du einfach hier? Nee, lieber nicht. Die vergesse ich ja hier. Dann bleibt ihr ja... Oh. Ist das jetzt schon durchgewachsen? Ja, ist durchgewachsen, oder? Kann man so machen. Mal eben gucken, wie viel... So. Da habe ich doch einiges. Wir ernten mal. Was haltet ihr davon? Wir haben hier schon lange nichts mehr geerntet, oder? So. Okay, das reicht. Geflutet. Und wieder trocken. Eben bitte alles einsammeln, ne? Nichts hier verkommen lassen. Wieso geht das denn über die Trichter hinaus? Samira, du achtest bitte darauf, was du tust, ne? Ja, genau. Geh in die Ecke und schäm dich. Das ist eine gute Idee. Bevor du irgendjemanden reinlassen... Warte. Kannst du mal bitte vom Feld runtergehen? Na, jetzt mal ernsthaft hier. So, hinsitzen. Kein Blödsinn machen. Wir wollen auf jeden Fall einiges am Weizenkörner hier erstmal setzen. Was ist das denn jetzt? Mit Möhren und Kartoffeln tue ich bei den Villagern nicht viel, ne? Also ich meine, wenn ich einen Farmer habe, dann kann ich mit den traden, aber so richtig zum Füttern ist das nichts für die, ne? Dann brauchen wir definitiv für mehr Brote, brauchen wir mehr Weizen. Dann machen wir das. Dann ist das jetzt hier eine Monokultur. Nee, Monokulturen möchte ich nicht. Warte, ich setze hier noch ein bisschen Weizen hin. Und da oben drüber dann aber Kartoffeln und Möhren. So viel Weizen habe ich gar nicht. Doch, so viel Weizen haben wir. Wir haben so viel Weizen, wir können uns ganz viel Weizen leisten. Das kriegen wir hin. Habe ich jetzt alle Felder? Alle? So, passt da. Und da oben machen wir das auch. Und dann machen wir die anderen kleinen Felder entsprechend mit Kartoffeln und Karotten. Möhren. Kartoffeln. Oder wie man sie auch nennen will. Oh, nur 19 Stück, das wird nicht reichen. Miau, das wollte die Katze mir auch schon wieder sagen. Ja, ist klar. Die Katze weiß wieder alles immer besser als ich, ne? Ja, pass auf. Wir nehmen noch ein paar Möhren in die Hand. Warum gehen die immer dann in das Fach, was man gerade nicht benutzt? So, Möhren weg. Möhren brauche ich jetzt nicht mehr. So, das jetzt mal eben da rein. Kartoffeln nehme ich mal so. Und dann gehen wir da oben hin. Und jetzt die Kartoffeln wieder hin. Vorsichtig mit den Holzbleiben. Ich habe die mal aus Versehen angetippt. Das war nicht gut. Dann gehen die nämlich trotzdem alle auf. Trotz Redstone. So, die Kartoffeln wieder da rein. So, die, das und das. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, habe ich alles Weizen mitgenommen. Wieso habe ich jetzt Wort und das Weizen? Ist egal. Das habe ich hier eine. Oh, so. Du kommst mal bitte mit. Wir gehen mal eben wieder nach draußen. Hatte ich hier nicht noch eine Bauwerkbank irgendwo liegen? Die habe ich schon wieder weggeräumt, ne? Okay. Das Design der Straße habe ich auch noch nicht überall hingesetzt, ne? Den habe ich aber nicht eingesetzt. Oh, ich mache noch ein paar Betten. Pass auf, die nehme ich mit. Ja, guck mal, wie viel Brot ich noch habe. Und ich weiß es nicht. Ja, so kann es passieren. Okay. Hier war Inneneinrichtung auch noch zu erledigen. Hier habe ich jetzt aber keine Brote, ne? Und auch kein Weizen. Irgendwelche anderen Sachen, die wir jetzt dringend mitnehmen müssen. Das und das und das. Das Zombieflasche hatte ich drüben auch noch, ne? Ja, ist nicht schlimm. Das Bett bleibt für uns da liegen. Stehen, meine ich. Kommst du mit? Wir gehen den Villager schon noch ein paar Brote geben. Kommst du mit? Naja, Begeisterung sieht anders aus. Ey, wird's schon wieder dunkel oder was? Da muss ich mich ein bisschen besputen. Ich beeile mich. Ich renne, ich laufe. Oh, wir wollen aber auch noch in die Höhlen. Wir wollen noch Material holen. Wir wollen noch ein bisschen weiter ausbauen. Das kann so nicht sein, das Dorf. Das muss noch ein bisschen schöner werden hier. Brauchen noch ein paar Häuser mehr, glaube ich, oder? Apropos Häuser. Ich meine, wenn ich jetzt sowieso so viele Häuser hier baue und wir so viel Brote baue, was haltet ihr davon, wenn wir eine Bäckerei bauen?
Das ist vielleicht eine gute Idee, oder? Ich habe schon mal eine Bäckerei gebaut auf dem Mörspieler-Server. Ist schon ein bisschen was her. Ich hoffe, ich weiß, es geht noch. Ich war doch gerade an einer Werkbank. Ich hätte es direkt tun können, ne? Ja, hättest du tun können, Kekse, hast du aber wieder nicht. Wie viel passen denn? Achso, mehr als 64 geht nicht. Ist nicht schlimm. So. Pass auf. Das packen wir auch direkt da rein und das auch noch. Und dann haben wir einiges am Boden. Die Frage. Nee, das ist nicht gut. Lassen wir ein paar Weizen hier. Und oh komm, zwei Säcke Brote muss auch reichen, ne? Mau, warum mautst die Katze denn jetzt wieder so? So, ich wollte das und das und das. Die Leine, Phantom, Dingens, hatte ich nicht. Oh, unheilvolles Banner, braucht auch kein Mensch, oder? So, die Betten. So viele Betten brauche ich natürlich jetzt noch nicht am Anfang, aber egal. Wir nehmen. Warte, ich hatte noch Wolle. Wolle. Das Sandstück da, was wir eingesammelt haben, das. Okay. Was sagst du, Samira? Können wir eben rübergehen? Ja, ne? Mau! Ja, okay, dann komm doch mit. Sind nämlich schon wieder duster. Das kannst du denen ja aussehen. Wie schnell es immer, wenn nachts dunkel wird, ne? Mein Gott, freut ihr euch auch auf die Zeit, wenn es schon wieder heller wird? Ich meine, die Tage. Wie lange müssen wir noch warten? Ups. Bis wir hier reinkommen, müssen wir Ewigkeiten warten. Nein. Aber ab dem 21. Dezember werden die Tage doch wieder länger, oder? Dann wird, merkt man zwar nicht viel von, aber kann sein, dass ihr schon wieder alle im Bett liegt. Wie soll ich euch denn füttern, wenn ihr alle im Bett liegt? Okay. Samira, kommen wir hauen uns auch eben hin. Gute Nacht. Ui! Habt ihr gesehen? Ich war sogar früher auf als die Villager. Ja. Der Kleine ist noch nicht gewachsen. So, pass auf. Ich gebe euch noch ein paar mehr Brote. Das soll euch. Der Kleine soll ja auch wachsen. Der muss ja auch groß werden hier. Oh, was denn? Was denn? Die haben sie schon wieder lieb. Ups. Kannst du dir nicht ausdenken. So viel Liebe hier im Haus. Das würde mich jetzt aber wundern, wenn hier direkt ein neuer Villager rauskommt, oder? Doch! Doch! Diesmal live dabei gewesen! Mann, wie konnte das passieren? Okay, der braucht auch Brote. Hier habt ihr noch mehr Brot. Der Junge muss ja aufwachsen. Sollst ja nicht leben wie ein Hund. Ich glaube, jetzt hast du sogar die meisten Brote. Okay, Betten haben wir hier noch hier über. Ich hätte hier ein Stück weiter bauen sollen. Mal eben kurz schauen. Kann ich diese Wand noch wegreißen? Bin mir da nicht ganz sicher. Wenn das funktioniert. Oh, da ist jetzt die Hütte und Technik dahinter. Aber man sieht nur die zwei Steine hier, oder? Das ist nicht schlimm. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Also, dann kann ich nämlich hier noch ein paar Betten hinsetzen, ohne dass das jetzt so überfüllt wirkt, oder? Die Frage ist, mache ich da abwechselnd? So, dann kommen hier die weniger farbigen Betten hin und da kommen die schwarzen und die grauen Betten hin. So, bitteschön, such dir eins aus. Also Betten sollten jetzt erstmal genug da sein. Hier für die Leute, die lieber etwas kuscheliger nebeneinander legen wollen. Hier, die ein bisschen mehr Ruhe für sich brauchen. Jetzt können wir da noch ein paar Nachtschränkchen hinmachen oder ein paar so Fässer oder so. Das könnten wir machen, ne? Pass auf, ich habe doch eine normale Werkbank da. Ein bisschen Deko machen wir jetzt. Ganz klein wenig Deko. So, die eine Hälfte dorthin, die andere Hälfte dahin. Passt. Diese ganze vier Fächer brauchen wir ja gar nicht. Aber egal, wir setzen hier eins hin und da eins hin und dann können wir da noch später. Achso. Ja, machen wir eins so, eins so, eins so und eins so rum. Mal eben gucken, wie sieht's aus? Ja, da könnte noch eine Laterne drauf. Können die Fackeln da hinten weg, ne? Laternen habe ich jetzt gerade keine dabei. Habe ich da drüben noch Laternen? Mal schauen. Nee, habe ich auch nicht. Nicht schlimm. Okay, aber die Brote könnte ich hier hinsetzen. Wieso habe ich die Kartoffeln nicht mit? Na komm. Ich lasse die Kartoffeln hier. Ich könnte. Ich habe keinen Ofen hier, ne? So, Samira, du bleibst auch hier. Wir müssen mal eben schauen. Die Jungs redeln hier gerade rum. Die haben noch keine Berufe. Vielleicht sind sie ja am Samstag soweit. Wenn ihr es wissen wollt, schaut doch einfach mal wieder vorbei. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Chips mit Ups. Bis dann.